Ermittler am Tatort. Hier war gestern der Bremer AfD-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz überfallen worden. Laut Polizei hatten ihn drei Männer attackiert und schwer am Kopf verletzt. Die AfD stellte ein Foto des Verletzten ins Internet. Magnitz hatte Glück, seine Verletzungen sind nicht lebensgefährlich, bleibende Schäden laut AfD nicht zu erwarten. Die Sicherheitsbehörden ermitteln. Im Hinblick auf die politischen Aktivitäten des Geschädigten wird man einen politischen Hintergrund sicherlich nicht ausschließen können. Aber im Rahmen der Ermittlungstätigkeit zur Aufklärung dieser Tat wird man in jede Richtung ermitteln müssen. Politiker aller Parteien verurteilten den Angriff. Der Bundespräsident schrieb, jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat. Dem müssen wir uns geeint und entschlossen entgegenstellen. AfD-Chef Gauland sprach von einem Mordversuch. Die Haltung der anderen Parteien und der Medien gegenüber der AfD habe ein Klima für solche Angriffe geschaffen. Wenn man eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden, die den Versuch machen, sozusagen gewaltsam das durchzusetzen, was sonst nur sprachlich durchgesetzt wird. Immer wieder kommt es zu Attacken auf Büros der AfD. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Wahlkreisbüro im sächsischen Döbeln durch einen Sprengsatz erheblich beschädigt.